Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Harvest Neue Augen, bei der wir das Verbot mit dem Feuerspielen aufgehoben haben und die Fackel anzünden konnten, um diese dunkle Ecke zu beleuchten und jetzt den Geheimgang freizulegen. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Na hier. Können wir hier nichts machen? Irgendwo hier. Können wir hier dran ziehen? Tatsächlich! Ein Geheimgang! Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Na gut, dann rein in die dunkle Ecke. Lily! Du hast es geschafft. Perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Tja, wo soll ich nur anfangen? Ich würde sagen, wir fangen bei Poki an, bevor wir hier den Raum verlassen. Wieder mal. Oh, wir können gar nicht. Wir müssen erst mit ihm reden. Dann reden wir zuerst über ihn selbst. Na? Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberen zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lily konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Auf jeden Fall. Reden wir doch mal über die Hypnose. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Okay, aber lass uns vorher doch noch mal kurz über Dr. Marcel reden. Ne. Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Aber wir müssen die Polizei rufen. Die Polizei rufen? Ha, Lily, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Enttäuschend. Aber na gut. Auf zum Schaukelbaum! Warte! Ich wollte doch Pokis Meinung hören. Kann ich nochmal zurückgehen? Lily hatte nichts mehr am Kloster zu schaffen. Sie wollte Edna durch den Zaun folgen. Oh, der ist ja offen. Das hätte ich, um ehrlich zu sein, gar nicht gesehen. Aber fragen wir doch erstmal Poki, bevor wir nicht mehr die Möglichkeit dazu haben, was er zu diesem schönen bunten Bildschirm hier sagt. Und wir nähern uns dem Ende des etwas längeren ersten Kapitels. Mittlerweile ist es Abend geworden. Wir wollen das Klostergelände verlassen. Wir wollen endlich ins zweite Kapitel und viel mehr von der Welt sehen. Leider hat die Oberin uns ja mit dem Verbot belegt, das Klostergelände nicht zu verlassen. Und da wir Erwachsene nicht widersprechen dürfen, ist auch hier ein weiteres Hindernis, das Lily dank ihrer unheimlichen Hypnose nicht ohne weiteres überwinden kann. Dafür dürfen wir 1000-mal gegen den Zaun klicken und uns einen Elektroschock abholen. Viel Spaß dabei. Und mit etwas Rätsellösungsvermögen schafft ihr es vielleicht, auch dieses Hindernis zu lösen.
lösen und endlich ins zweite Kapitel zu kommen. Ich kann es kaum erwarten. Da gibt es so viel zu erzählen. So viel zu erzählen. Wir haben Harvey nicht dabei. Erwachsenen widersprechen. Wenn wir hier wieder klicken, kommt dann Harvey vorbei. Ah. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren. Oder uns einen Abzählreim fürs Wäschezusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Können wir uns mit ihm hypnotisieren? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ist ja auch gar nicht nötig. Es gibt so viele spaßige Dinge, die erlaubt sind. Zählen oder mit Wollknäueln spielen. Mit Wollknäueln spielen? Können wir uns das jetzt nehmen? Oh, mach nochmal auf und nimm das Wollknäuel. Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Können wir ihm das Wollknäuel als Kordel anheften? Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh, ein Wollknäuel. Yippie! Das ist ja... Wookie. Ich habe vielmehr gedacht, wir können sie mir irgendwie annähen und dann... Und dann als eine Art Kordel runterziehen. Aber hypnotisieren geht auch. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Okay. Teergrube. Knochenhaufen. Harvey-Spinne. Das hier ist anscheinend so eine Nachbildung des Schaukelbaums. Aber wir können das alles hier hinten nicht anklicken. Wir nehmen uns erstmal einen Knochen. Und wenn ich mich richtig erinnere, wollte die Oberin ja aus ihrer Spinne ein Einhorn machen. Und können wir da vielleicht ein bisschen Teer ranpappen? Ah, und dann können wir das der Spinne bestimmt an den Kopf kleben. Aber bevor wir das tun und damit wahrscheinlich das Rätsel lösen, ich bin jetzt mal so voreilig, hören wir uns mal den Poki an, bevor wir es nicht mehr können. Nanu, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, offensichtlich ist es wieder Lillys Hypnose-Welt, in der wir hier sind. Es ist immer noch diese schroffe Trollhöhlen-Ästhetik, die wir schon zuvor im Raum der Oberin gesehen haben. Diesmal sehen wir aber tatsächlich die Riesenoberin als Ganzes im Hintergrund rumlatschen. Sicherlich eine der beknackteren Ideen, die unser René damals hatte, der mir ja intensiv mit dem Walkthrough geholfen hat und entsprechend auch sehr viel von der Geschichte mit zu verantworten hat. Ich mag übrigens diese schroffen Felsformationen, die waren relativ simpel zu zeichnen. Ich meine, irgendwie diese angebrochenen geometrischen Formen, wo man nicht so richtig auf die Geometrie achten muss. Es war sehr angenehm zu zeichnen und ging auch sehr schnell. Ich freue mich auch darüber, dass wir es geschafft haben, die Leiche im Hintergrund noch baumeln zu lassen. Die hat sich einfach so in den Hintergrund reingezeichnet und irgendjemand hat animiert, dass sie so ein bisschen hin und her schwankt. Das gefällt mir sehr gut. Wir brauchen mehr schwankende Leichen im Hintergrund. Viel mehr davon. Ja, außerdem treffen wir hier natürlich noch einen zweiten Harvey-Dämon nach dem relativ harmlos wirkenden Schneemann. Es ist jetzt schon eine fies dreinblickende Spinne. Und hier ist, glaube ich, die angebrachte Stelle, um noch einmal Alex unglaubliches Variationsvermögen zu loben. Denn ich glaube, die Spinne gefällt mir stimmlich von den ganzen Harvey-Dämonen, die ja sehr unterschiedlich gesprochen hat, jedem Dämon noch seinen eigenen Charakter zu geben, am allerbesten. Leider hat sie so einen kurzen Auftritt. Kssst.
hier nicht durch. Hat er gut gemacht. Sehr schön. Ich habe mit der Spinne noch gar nicht gesprochen. Vielleicht sollten wir das machen, bevor wir ihr das Horn in die Stirn kleben. Wurde dir nicht gesagt, dass du das Schulgelände nicht verlassen darfst? Man darf Erwachsene nicht widersprechen. Aber weil du ein braves Kind bist, weißt du das ja bereits. Das wusste Lilly in der Tat. Aber Garrett hatte auch gesagt, dass sie hier im Kloster nicht länger sicher war. Die Regeln der Erwachsenen schienen Lilly plötzlich lückenhaft. Wie konnte sie dem Spinnendämon nur beibringen, dass die Oberin auch nicht immer recht hatte? Ist es nicht eigentlich eine Schlange, die kss und solche Sachen macht? Und nicht eine Spinne? Also nicht, dass ich weiß, wie eine Spinne spricht, aber ich hätte es irgendwie eher einer Schlange zugeordnet. Aber kleben wir mal das Horn an, dieses schon leicht vorgezeichnete Horn mal. Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Sozi! Sozi! Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Juhu, schon 2 Verbote aufgehoben und damit 2 Verbots-Harveys, sage ich jetzt mal, mit an unserer Seite. Einmal Feuer und einmal Erwachsenen widersprechen. Lilly hatte die 2. Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur 1 Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Okay, dann müssen wir das Feuer deaktivieren und das Erwachsenen widersprechen aktivieren. Juhu! Und durch das Loch. Erfolg freigeschaltet, die Klosterschule und gleichzeitig Kapitel 2, Ätnas Versteck. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Da. Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese 3. Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Ätna finden, stimmt's? Aha. Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Lilly war sehr froh, dass Ätnas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ätnas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ätnas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes.
Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Blöder Hase. Nehmen wir uns erstmal die Karte wieder zurück. Okay. Hier ist gefährlich. Und das sind alles anscheinend irgendwelche Stadtregionen. Und hier hinten sehen wir im Hintergrund die Anstalt, bekannt aus dem ersten Teil, Edna bricht aus, den ich übrigens auch noch let's playen werde. Aber ich hatte momentan irgendwie ein paar technische Schwierigkeiten mit der erforderten Java-Version für das Spiel. Und da ich nicht mehr länger warten wollte, habe ich mir einfach Harveys neue Augen vor Edna bricht ausgenommen. Weil die Geschichten gehören zwar zusammen, sind jetzt aber nicht so fest miteinander verbunden, dass man sagen kann, man kann Harveys neue Augen nicht ohne Edna bricht ausspielen. Das ist durchaus möglich. Aber Leute, bevor wir unserer Karte in diese Richtung folgen, würde ich sagen, beende ich diese Folge an dieser Stelle und mach beim anderen Mal weiter und hoffe, dass ich mich dann noch erinnere, dass die Karte hier lang gerollt ist. Denn hiermit beende ich auch eine riesengroße, lange Aufnahmesession von, ich glaube, 8 Folgen, 9 Folgen, vielleicht sogar 10. Ich bin mir nicht sicher. Und ich würde auf jeden Fall sagen, liebe Leute, vielen Dank dafür, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Harveys neue Augen. Bis dann. Tschüss.